Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute gebe ich dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit, wie du das Gespräch mit einer fremden Frau beginnst, was du genau sagen sollst und wie du dann weiterkommst im weiteren Verlauf des Gesprächs. Das sind die Sachen, die ich auch immer meinen Coaching-Teilnehmern mitgebe. Das sind so die Dinge, mit denen ich normalerweise ein Gespräch eröffne. Manchmal eröffne ich ein Gespräch auch situativ. Das ist dann nochmal was anderes. Das bezieht sich halt auf die Situation, die dann in dem Moment vorliegt. Und da kann ich dir keine feste Anleitung für mitgeben. Aber für die Anfänger da draußen eine ganz einfache Sache. Zuerst einmal schaue ich mir an, ist es eine Frau, die mir sehr gut gefällt, wo ich wirklich denke, wow, die Frau gefällt mir super. Wenn das der Fall ist, dann gehe ich zu ihr hin und kommuniziere das auch so. Dann halte ich sie an und bin so, hey, ganz kurz, nicht erschrecken. Ja, ich tippe sie an, hey, ganz kurz, nicht erschrecken. Du gefällst mir, du bist voll mein Typ. Ich wollte kurz Hi sagen. Du gefällst mir, du bist voll mein Typ. Ich wollte kurz Hi sagen. Ja, bevor ich gleich weiter muss. Hey, ganz kurz, nicht erschrecken. Du gefällst mir, du bist voll mein Typ. Ich wollte kurz Hi sagen, bevor ich gleich weiter muss. Hi, Tim. Oder Option B. Ich denke mir, okay, irgendwas finde ich interessant an der Frau. Sie haut mich jetzt nicht mega um, aber ich schaue trotzdem mal vorbei und gucke mal, was für ein Gespräch daraus entsteht. Dann sage ich das so. Dann halte ich sie an und bin so, hey, ganz kurz, ich fand, du sahst mega interessant aus und ich wollte kurz Hi sagen, bevor ich gleich weiterziehe. Tim. Ja, das heißt, hier sage ich interessant, weil ich nicht lügen will und sage, hey, du gefällst mir mega gut, wenn sie mir in dem Moment noch gar nicht gut gefällt, sondern ich mir einfach nur denke, hey, hat irgendwie was die Frau, ich schau mal vorbei. Und das kann ich dir auch empfehlen, auch als Anfänger, sortiere nicht zu krass aus, also sei nicht so, boah, die ist nicht meine Traumfrau, die ist nicht Traumfrau-Level, also spreche ich sie nicht an, sondern sprich lieber mehr als zu wenig an, ja. Guck einfach, also quatsch einfach ein bisschen mit den Leuten, komm einfach in Gespräche, das hilft dir. Und deswegen benutze ich bei Frauen, die mir sehr gut gefallen, mache ich einfach sehr direkt, hey, gefällt es mir, attraktiv. Und bei Frauen, wo ich sage, okay, es hat was, interessant, sage ich halt genau das mit dem interessant. Und dann gibt es halt auch die Situation, in denen ich situativ Frauen anspreche, keine Ahnung, wenn sie jetzt eine besonders schwere Tasche trägt oder ihre Einkaufstasche so schwingt, kann es halt sein, dass ich neben ihr hergehe und so bin, so, ja, du weißt schon, dass du mit deinem Einkaufstaschenschwingen hier die anderen Leute gefährdest oder was auch immer. Das sind so spontane Sachen, die ich dann oft auch mache, aber da kann ich dir keine genaue Vorlage für mitgeben. Also diese beiden Möglichkeiten nutze ich sehr oft. Entweder sie gefällt mir sehr gut oder ich finde, sie ist interessant. Und dann benutze ich ungefähr diese Sätze in ungefähr dieser Art, wie ich sie dir auch eben gesagt habe. So, und dann gehe ich meistens in das Gespräch über mit einem von zwei Sachen. Das ist ganz normal, das ist mittlerweile so eingetriggert bei mir. Und am Anfang des Gesprächs geht es einfach nur darum, so ein bisschen das Eis zu brechen, sag ich mal. So ein bisschen, dass beide so ein bisschen komfortabel werden im Gespräch. Und meistens frage ich dann entweder, hey cool, kommst du von hier? Das macht gerade in Berlin Sinn, weil auch hier viele Leute nicht aus Berlin kommen. Oder sowas wie, ach cool, was machst du gerade? Kommst du von hier? Was machst du gerade? Das sind einfach so ein paar Basic-Fragen, um so ein paar grundlegende Informationen zu bekommen. Und was machst du gerade, ist deswegen auch eine sinnvolle Frage, weil du dann rausfindest, wie eilig hat es denn diese Frau? Muss sie jetzt in den nächsten 5 Minuten zu einem Vorstellungsgespräch weiter oder ist sie gerade entspannt shoppen? Dann weiß ich zum Beispiel auch am Ende, kann ich mit ihr spontan Kaffee trinken gehen oder verlagere ich das lieber auf einen anderen Zeitpunkt? Was machst du gerade? Cool, kommst du von hier? Also ungefähr so. Hey, ganz kurz, nicht erschrecken. Du bist voll mein Typ, du gefällst mir total, deswegen wollte ich kurz Hi sagen. Hi Tim, cool, kommst du von hier? Cool, was machst du gerade? Dann kriege ich die ersten Informationen, nämlich was sie gerade macht oder von wo sie kommt und damit arbeite ich dann weiter. Und ein Satz, den ich dir auch noch mitgeben möchte, der immer effektiv ist und bei vielen Leuten fehlt dann irgendwann das, was sie sagen sollen. Und ein Satz, den du immer sagen kannst, wenn du gerade nicht weißt, was du sagen sollst, ist: Ah, cool. Was machst du denn, wenn du nicht gerade XY machst? Das ist so ein Standardsatz von mir. Ja, also zum Beispiel, was machst du denn, wenn du nicht gerade shoppen gehst? Oder wenn du es ein bisschen humorvoller machen willst, das mache ich auch manchmal, was machst du denn, wenn du nicht gerade von charmanten Männern auf der Straße angesprochen wirst? Ja, eins von diesen beiden. Also was machst du, wenn du nicht gerade XY machst? Und bei XY setzt du das ein, was sie gerade macht. Ja, das hast du ja herausgefunden schon vorher in der Frage, was machst du gerade? Diesen Satz kannst du immer fragen, wenn dir nichts einfällt und du bekommst als Antwort meistens ihren Job oder sowas wie Hobbys. Und das sind Themen, mit denen kannst du sehr, sehr einfach weiterarbeiten. Und dann ist ganz wichtig, wenn du eine Information von der Frau bekommst, dann arbeite auch mit diesen Informationen. Also wenn sie dir sagt, was sie arbeitet oder wo sie herkommt, dann arbeite auch mit diesen Informationen. Angenommen, sie sagt dir, ja, ich studiere Jura, dann sei nicht so, okay, nächstes Thema.
sondern arbeite damit. Okay, krass, Jura, wie kamst du darauf? Oder wie lange schon? Ah, cool, Jura, ich kenne auch eine Freundin, die hat das gemacht. Ich habe auch einen Kumpel, der hat das gemacht. Ich habe gehört, das soll ein ziemlich krasses Studienfach sein. Ah, cool, Jura, also bist du später die Anwältin und wenn ich dann mal Hilfe brauche, dann rufe ich dich an und du vertrittst mich vor Gericht. Arbeite so ein bisschen mit diesen Informationen und tu die nicht einfach nur so ab. Weil wenn du diese einfach so abtust und sozusagen neue Fragen stellst immer wieder, ohne mit den Informationen zu arbeiten, dann gibt es bald keine Fragen mehr. Dann hast du bald alles gefragt. Deswegen arbeite mit den Informationen. Wenn eine Frau dir Informationen gibt aufgrund einer Frage von dir, dann sag eine Meinung, mach ein Statement oder eine kurze Geschichte. Und diese kurze Geschichte, das muss auch keine Geschichte von dir sein, das kann auch die Geschichte von jemand anderem sein, den du kennst. Beispiel das mit dem Jura-Ding. Ah, ich studiere Jura. Kurzes Statement, kurze Geschichte. Ah, cool, ich habe auch einen Kumpel, der Jura studiert. Der hat mir erzählt, das ist voll das krasse Studienfach, dass man da mega viel arbeiten muss. Ist es so? Oder ich lasse es einfach da so stehen und sage, ah, cool, ich habe gehört, das ist ein Fach, wo man richtig viel arbeiten muss. Und dann sagt sie wahrscheinlich was dazu. Ne? Kurze Geschichte, Statement oder Meinung. Und Meinung ist auch ganz großartig, weil dann merkt die Frau auch schon mal, okay, dieser Mann ist generell mal in der Lage, seine Meinung auszudrücken. So. Weil viele Männer sind ja auch so, oh, ich passe mich der Meinung der Frau an. Na, du bist einfach generell dann mal in der Lage, deine Meinung auszudrücken. Das ist eine ganz starke Sache. Das sind die wichtigsten Grundregeln für das Gespräch mit der Frau. Und dann geht es natürlich sozusagen an den nächsten Schritt, nämlich zu überlegen, okay, ja, wir haben jetzt ein bisschen gequatscht, wir verstehen uns, was sind jetzt die nächsten Schritte? Und die musst du halt planen. Also du musst halt überlegen, hey, mache ich oder schlage ich ihr ein Spontan-Date vor und gehe mit ihr einen Kaffee trinken oder verlagere ich das Ganze auf einen anderen Tag und sage, hey, lass uns doch mal irgendwie nächste Woche treffen. Was hältst du davon? Und auch da beim Nummerntausch, sei nicht so verkrampft. Also nicht so, oh ja, wir können ja mal die Nummer tauschen, wenn es nicht ausmacht und wenn es nicht kein Problem für dich ist, ja, sondern sei einfach so, ja, cool, lass uns einfach mal connecten, wir können mal nächste Woche was starten. Dann sage ich, cool, nimm mein Handy raus und reiche das rüber und dann gibt es ihre Nummer ein. So einfach ist es. Super simpel. Es muss überhaupt nicht schwierig sein. Ja, also diese beiden Sätze vom Anfang kannst du benutzen, um einzusteigen. Dann die beiden Fragen, was machst du gerade, von wo kommst du? Und dann die Frage, was machst du gerade, wenn du nicht XY machst? Ja, das sind so klassische Gesprächsinhalte, Gesprächsfragen, die du nutzen kannst, um dich so an dem Gespräch langzuhangeln, wenn du jetzt am Anfang stehst. Ne, und immer, nie vergessen, Meinung, Statement oder kurze Geschichte. Weil sonst ist das Ganze so undynamisch, sonst wird das so ein Interview-Ding. Ah, wo kommst du denn her? Ja, aus Berlin. Ah, cool, und was machst du hier? Ich studiere Jura. Ah, cool, und wie lange schon? 3 Jahre. Ah, okay, 3 Jahre. Und was machst du danach? Danach arbeite ich als Anwältin. Hier in Berlin? Ja. Und willst du irgendwann mal woanders wohnen? Vielleicht. Wo kommst du ursprünglich her? Von da und da. Das ist das, was ganz vielen Anfängern passiert, und das liegt daran, dass du immer nur Fragen stellst und nicht auf die Sachen eingehst, die von der Frau kommen. Wenn du nicht mit den Antworten arbeitest innerhalb von Meinungen, Statements oder kurzen Geschichten, dann entsteht kein Gespräch und dann endet das Gespräch sehr schnell. Wenn du dann mit ihr auf einem Sofortdate bist, also oder auf einem Date allgemein, dann kannst du auch gerne längere Geschichten benutzen. Ich sage hier explizit kurze Geschichten, weil lange Geschichten ganz am Anfang eines Kennenlernens nicht so gut sind. Ja, wenn ihr euch gerade auf der Straße kennengelernt habt und du packst erstmal eine 5 Minuten lange Geschichte aus, dann ist das schlecht, weil vielleicht hatte sie nur 6 Minuten Zeit und du hast 5 Minuten selbst gequatscht, ohne irgendwas, ohne sie auch mal reden zu lassen. Das macht nicht so viel Sinn. Außer es ist jetzt die hammerkrasse Geschichte, aber selbst dann. Ne? Längere Geschichten lieber auf Dates oder auf Sofortdates. Bei solchen Sachen lieber kurze Geschichten. Kurze Geschichten bedeutet so 30 Sekunden. Ja, es sollte ein ausgeglichenes Gespräch stattfinden. Sie sollte ein bisschen was über dich erfahren, sie sollte dich ein bisschen erleben, du aber sie auch. Sie sollte sich auch in deiner Gegenwart ein bisschen öffnen. Das ist wichtig. Diese beiden Sachen sollten passieren. Und dann kannst du zur Nummer übergehen oder zu einem Sofortdate. Aber da gibt es auch andere Videos auf diesem Channel, die dir dann nochmal genauer erklären, wie diese ganzen Sachen funktionieren. Dann gibt es einfach mal einen Tim Ennewolzen, Nummer holen, Tim Ennewolzen, Instant Date, Sofortdate. Und dann findest du da auch die passenden Sachen zu. Schön, dass du dabei warst. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Wenn ich dir persönlich beibringen soll, wie das alles funktioniert, ja, wenn wir über alle Hindernisse gemeinsam gehen sollen und du wirklich viele Frauen kennenlernen willst, eine Beziehung suchst, mit vielen Frauen schlafen willst, kommst du zu mir ins Coaching. Dafür kannst du dich hier unter mir bewerben. Und unten rechts in der Ecke kommst du zu einem Video, das ich dir empfehle, wenn dir das Video gefallen hat. Schön, dass du hier warst. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.